Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, Drucksache 19/6757, Antrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, betreffend Orientierungsstudiengänge in Hessen gehen an den Start. Zu Wort gemeldet hat sich zunächst der Kollege Daniel May für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gerade während der ersten Semester kommt es zum Wechsel des Studienfachs oder zum kompletten Studienabbruch. Eine Erklärung dafür ist, dass Studierende vor Eintritt in das Studium sich nicht genug orientieren, was kommt da auf mich zu, was sind die fachlichen Anforderungen, die an mich gestellt werden, bzw. was ist auch die berufliche Zielrichtung, die dieses Studium erfüllt. Und womit möchte ich dahin? Und von daher glaube ich, dass es wichtig ist, dass man diesen Unsicherheiten, die es am Anfang eines Studiums gibt, begegnet und dass man die Möglichkeit schafft, erst einmal an die Universität oder an die Hochschule anzukommen, erst einmal verschiedene Studieninhalte kennenzulernen. Und all das ist dann möglich, wenn wir eben Orientierungsphasen ermöglichen. Und dazu haben wir auf den Weg gebracht, Orientierungsstudiengänge, die jetzt in Kassel und in Frankfurt an den Start gehen. Ich glaube, dass wir damit einen großen Beitrag zur Verbesserung der Studienbedingungen in Hessen gehen können. Ab dem kommenden Wintersemester 2019 und 2020 wird es also Orientierungsstudiengänge geben. In Kassel wird das den MINT-Bereich, das ist Naturwissenschaft, Mathematik und Ingenieurwissenschaften, geben. Im Bereich Frankfurt werden wir ein Orientierungsstudium im Bereich Natur- und Lebenswissenschaften haben. Und im Sommersemester 2020 kommt dann noch ein geistes- und sozialwissenschaftliches Orientierungsstudium dazu. Wir schaffen damit die Möglichkeit, dass Studieninteressierte an die Hochschule kommen, dass sie dort sich noch nicht auf ein Fach im Einzelnen festlegen müssen, sondern dass sie die Möglichkeit haben, sich selbst auszuprobieren und die Auswahl ihres Studienfachs zu überprüfen. Wir ermöglichen damit einen gleitenden Übergang von der Schule ins Fachstudium und damit eine Möglichkeit, ein gewisses Feintuning zu ermöglichen. Wir hoffen, dass dieses Angebot dazu führen wird, den Start ins Studium zu erleichtern und damit die Studienabbruchsquote zu reduzieren. Beide Projekte sollen zunächst als Modellversuch gestartet werden, weil uns wichtig ist, dass wir aus diesen Versuchen Erfahrungen gewinnen, dass wir eben die Ausgestaltung der Orientierungsstudiengänge so hinbekommen, dass wir den Studienerfolg der Studierenden verbessern können. Und weil der Kollege Grumbach in der Hochschuldebatte heute Morgen schon darauf hingewiesen hatte, dass es ihm besonders wichtig ist, dass die Initiativen des Parlaments auch immer in die Zukunft weisen, deswegen haben wir gesagt, dass dieser Prozess kontinuierlich laufen soll und dass dann, wenn wir erkennen, dass die Ziele, die wir verfolgen, nämlich dass wir den Studienerfolg erhöhen können, dass wir das dann auch auf andere Hochschulen ausbreiten können, dass das eben nicht nur bei diesen beiden Versuchen, bei diesen drei Versuchen an den beiden Universitäten bleibt, sondern dass wir das auch für andere Universitäten öffnen, dass wir das auch für die Hochschulen öffnen. Und deswegen ist dort eben auch die Aufforderung an die Landesregierung implementiert, diese Modellversuche gegebenenfalls auch an anderen Hochschulen zu ermöglichen. Insgesamt ist die Einführung der Orientierungsstudiengänge für uns ein weiterer Baustein dafür, den Zugang zur Hochschule zu öffnen. Wir haben in dieser Wahlperiode dazu schon eine ganze Menge gemacht. Wir haben die Anzahl der Studierenden steigern können. Wir haben es geschafft, mehr Menschen einen Hochschulzugang zu ermöglichen. Das ist also eine Maßnahme, die in einer Reihe steht mit Brückenkursen, mit der Stärkung der sozialen Infrastruktur und auch mit dem Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte. All das sind Punkte, mit denen wir den Zugang zur Hochschule öffnen. Das alles funktioniert nur dann, wenn wir die Hochschulen dazu auch befähigen. Neben solchen Projekten bedarf es dafür einer solide steigenden Grundfinanzierung. Das haben wir in dieser Wahlperiode gemacht, und das wird auch für die nächste Wahlperiode das Ziel sein, dass wir das partnerschaftlich mit den Hochschulen weiter vereinbaren können.
Werte Kolleginnen und Kollegen, für mich ist das heute mein letzter Redebeitrag in dieser Wahlperiode. Ich möchte mich deswegen ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen im Bereich Wissenschaft und Kunst für die Zusammenarbeit bedanken, leider in dieser Wahlperiode, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, insbesondere Wissenschaftsminister Boris Rhein. Aber ganz besonders hervorheben möchte ich meine liebe Kollegin Karin Wolf. Jetzt habe ich diesen Antrag eingebracht und muss dich sozusagen verabschieden, bevor du selbst gesprochen hast. Ich möchte mich aber wirklich ganz ausdrücklich für die sehr gute und vertrauensvolle, für die sehr angenehme Zusammenarbeit bedanken. Das erste Mal habe ich dich wahrgenommen, da war ich noch Schülervertreter 1999. Ich war nicht mit allem einverstanden, was du damals auf den Weg gebracht hast. Sag mal so, Rauchverbot an Schulen, zentrale Abschlussprüfungen waren so Themen, war ich als Schüler etwas kritischer. Du merkst, heute ist das gar kein Thema mehr. Du hast dort Spuren hinterlassen, die tatsächlich die Diskussion geprägt haben. Und im Bereich Wissenschaft und Kunst hast du dich immer sehr stark für die Grundlagenforschung, aber auch für die angewandte Forschung engagiert. Ich glaube, dass alle Forscherinnen und Forscher hier in Hessen dir viel zu verdanken haben. Und ich danke dir sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Vielen Dank, Herr Kollege May. Als nächstes hat das Wort Herr Kollege Grumbach für die Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege May hat natürlich recht. Ich könnte jetzt die Rede genauso anfangen wie die vorhin zu Druid auch, weil es ist das Gleiche. Es ist ein Werbeblock. Und es ist etwas zu feiern, was die Universitäten alleine gemacht haben, ohne sozusagen Hilfe von irgendjemand anders. Und der nette Satz unten drunter, der lautet ja im Kern, liebe Landesregierung, prüfe mal, ob die Hochschulen das weitermachen dürfen, was sie sowieso machen. Das ist keine gestaltende Politik, sondern es ist einfach nur eine freundliche Bemerkung. Wir werden auch diesem Antrag zustimmen, weil selbstverständlich loben wir auch gerne die aktiven Menschen in diesem Lande. Das sind nur die Hochschulen und sehr viel weniger die Landesregierung. Das Spannende ist aber an diesem Gesamtantrag, er wird beklagt, die Orientierungsschwierigkeiten von Studierenden, und es wird nicht darüber debattiert, dass das sich ja verschlimmert hat in den letzten Jahrzehnten. Und die spannende Frage ist, was das mit dem Schulsystem zu tun hat. Ich habe vor 40 Jahren mal Studienberatung gemacht, wie viele engagierte Studierende in Frankfurt auch. Und es gab immer einen Teil von Studierenden, die irgendwie etwas verwirrt an die Hochschule kamen, und einen Teil, der gesagt hat, ich brauche dich gar nicht. Nur ist der Teil derer, die etwas orientierungslos waren, in den letzten Jahren gewachsen. Und der spannende Punkt ist doch, und die Frage haben wir schon bei dem Thema Oberstufe immer mal wieder diskutiert, ob die Anlage unserer Oberstufen geeignet ist, Menschen in den Zustand zu versetzen, sozusagen sich selber in den Feldern zu orientieren, in denen sie arbeiten wollen, oder ob sie nicht in einer Weise verschult sind, dass diese Orientierung sozusagen gar nicht möglich ist, weil die Oberstufen so kleinteilig und so präzise durchgeplant sind. Das ist ein Punkt, der wird überhaupt nicht debattiert, wäre aber einer, wo der Landtag und auf die Landesregierung eigentlich eine ganze Menge zu tun hätte, zu schauen, dass diese Zustände gar nicht herrschen. Zweiter Punkt. Gestatte nur einmal den berühmten Ricola-Satz zu sagen, wer hat es erfunden. Weil, wer einmal nachschaut in den Dokumenten dieses Landtags, wird feststellen, dass meine Kollegin Daniela Sommer vor 3,5 Jahren sehr präzise versucht hat, zu beschreiben, ein anderes Modell unter einem anderen Namen, zu sagen, wir brauchen etwas am Anfang des Studiums, weil offensichtlich dort Probleme auftreten. Wir haben das Studium Generale genannt und ein bisschen, sage ich mal, durchstrukturierter vorgeschlagen. Das, was hier auftaucht, ist sozusagen nur ein kleiner Ausschnitt daraus. Die Frage ist in der Tat, ob wir in einer Zeit, in der Menschen in dem Arbeitsplatz mit der Erwartung konfrontiert sind, dass sie zusammenarbeiten, dass sie über ihre Abteilung hinaus in der Lage sind, zusammenzuarbeiten, dass sie Sachverhalte verstehen, die aus anderen Wissensrichtungen sind und in ihre Arbeit einbeziehen, ob die Art des Studiums, die wir haben,
ohne einen zusammenfassenden Teil, wie es ein Studium Generale sein könnte, sozusagen überhaupt funktioniert. Auch dieser Frage setzt sich hier niemand auseinander. Sonst ist einfach nur der Punkt, es haben Hochschulen etwas in die richtige Richtung gemacht. Wir begrüßen das alle, wir auch. Aber was die Landesregierung damit zu tun hat, weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht. Vielen Dank, Herr Kollege Grumbach. Als nächstes hat das Wort Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, grundsätzlich sind die Orientierungsstudiengänge natürlich total sinnvoll, weil junge Menschen, die von der Schule an die Uni, an die Hochschule wechseln, oft keine genaue Vorstellung davon haben, wie ein Studienfach zu studieren ist, wie sich die, ob es wirklich sich mit den Interessen deckt. Von daher ist das erstmal total sinnvoll, dass es das gibt. Und da gilt auch unser Dank den Hochschulen, dass sie in dem Bereich vorangehen und das eben auch anbieten, dass eben, ja, Menschen, bevor sie sich für ein Studium festentscheiden, eben auch mal in verschiedene innerhalb eines Fachbereichs in verschiedene Fachbereiche reinschauen können und dann eben erst überlegen können, was sie dann wirklich studieren wollen. Also ich glaube, das ist relativ unstrittig, dass das gut und sinnvoll ist. Ich habe einfach ein paar Fragen zur Ausgestaltung, weil mir einiges nicht ganz klar ist zu den Orientierungsstudiengängen. Es war ja ursprünglich mal eine Idee, das per Rechtsverordnung zu klären, Herr Minister, wenn ich das richtig weiß, und per Rechtsverordnung da noch mal das auszuführen. Die gibt es jetzt nicht. Und für mich ist z.B. einfach eine Frage, welcher Größenordnung den Hochschulen zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt wird, weil es natürlich eine zusätzliche Aufgabe ist. Wir wissen alle um die Betreuungsrelationen an den hessischen Hochschulen, die sich in den letzten Jahren enorm verschlechtert haben. Also das Zahlenverhältnis zwischen Professoren und Studierenden, haben wir gerade jetzt von der Frankfurter Uni wieder gehört, hat sich enorm verschlechtert. Und die Orientierungsstudiengänge sind ja schon noch einmal auch ein zusätzliches Angebot. Das ist meine Frage, wie es finanziell unterlegt ist. Ich habe aber auch die Frage, wie ist das denn mit dem BAföG in der Zeit? Also vielleicht, also das ist mir auch nicht ganz klar. Also bekommen die Studienanfänger dann BAföG, was dann wiederum bedeutet, dass es dann aber auf die Regelstudienzeit angerechnet wird? Ja, Sie sagen genau, Herr May schüttelt den Kopf. Aber das sind wirklich jetzt einfach Fragen, weil ich es nicht weiß. Also, weil wenn jetzt jemand BAföG bekommt in der Zeit des Orientierungsstudiums, das aber dann angerechnet wird auf die Regelstudienzeit. Ich kenne die Argumentation, dass die Orientierungsstudium das Studium jetzt nicht verlängern würde, weil man ja quasi schon eine Orientierung eben und in das Studium reinkommt. Aber das würde mich schon noch einmal interessieren, weil das ist natürlich schon noch einmal eine wichtige Frage, ob das dann auf die Regelstudienzeit angerechnet wird oder nicht. Weil dann ist es letztlich einfach eine Verkürzung des Studiums. Das wären Fragen, die ich einfach gerne geklärt hätte. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Ich will aber noch ein paar grundsätzliche Bemerkungen machen zu der ganzen Frage, weil das Ziel ist ja immer, die Studienabbrecherquote zu senken, wo ich ja erst einmal grundsätzlich sagen würde, dass ich es kein Drama finde, wenn junge Menschen nach einem oder zwei Semestern ein Studium abbrechen. Also das ist das, also und viele davon wechseln ihr Studienfach, aber auch wer dann eben sich entscheidet, vielleicht doch in eine berufliche Ausbildung zu gehen, ist das ja erst einmal kein Drama. Aber ich glaube trotzdem, dass man genauer hinschauen müsste, noch mal, was sind genau die Gründe, warum Menschen ihr Studium abbrechen. Und da ist es eben, glaube ich, da ist das Orientierungsstudium sicher ganz sinnvoll, weil eben wirklich Menschen einfach etwas anfangen zu studieren und dann merken, dass es überhaupt nicht ihr Fall ist. Aber die Gründe sind ja auch andere. Und da gibt es z.B. einfach den Leistungsdruck, den viele Studierende angeben, also der Hauptgrund ist, warum Menschen ihr Studium abbrechen. Und ich finde, da muss man sich schon einmal die Frage stellen, was hat sich da eigentlich auch in den letzten Jahren verändert. Und gerade in den Bachelorstudiengängen haben wir immer noch ein Problem mit der Studierbarkeit. Wir haben teilweise, auch wenn da ein bisschen was passiert ist, immer noch zu große Prüfungsdichte. Das heißt also, der Leistungsdruck ist einfach da, und das muss man schon ernst nehmen. Und ich finde, man muss sich natürlich auch anschauen, dass viele Menschen finanzielle Gründe angeben, warum sie ihr Studium abbrechen. Wir haben im Moment einen BAföG-Höchstsatz von 735 €. Darin sind 250 € für Miete vorgesehen. Also ich war ein Studierender, der in Frankfurt für 250 € eine Wohnung oder ein WG-Zimmer findet. Da wünsche ich viel Glück. Das wird eine sportliche Herausforderung. Pro Woche geht vielleicht genau, oder ein
Parkplatz kriegt man vielleicht auch. Aber es wird, also das ist einfach Geld, das nicht reicht. Und von 735 € BAföG-Höchstsatz kann man einfach nicht leben in einer Stadt wie Frankfurt, weshalb Menschen gezwungen sind, nebenher arbeiten gehen zu können, was natürlich auch sich ein Stück weit auf die Studienmotivation dann wieder auswirkt. Und natürlich müssen wir uns auch die Zustände an der Hochschule, wenn wir dann noch zu wenig Wohnheimplätze haben, das heißt also viele Studierende auf dem freien Markt für ihre 250 € was finden müssen, dann ist natürlich klar, dass da die finanziellen Probleme einfach groß sind. Deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, die Landesregierung sollte sich auch auf Bundesebene für den Ausbau des BAföGs und für eine Erhöhung des BAföG-Regelsatzes auch einsetzen, meine Damen und Herren. Und das Letzte ist natürlich die allgemeinen Zustände an der Hochschule. Wenn das Betreuungsverhältnis schlechter wird, wenn die Räume überfüllt sind, wenn die Bedingungen an der Hochschule einfach nicht so gut sind, weil die Hochschulen unterfinanziert sind, dann sind das natürlich auch alles Gründe, die dazu führen, dass Menschen eventuell ein Studium abbrechen. Von daher sehr gute, also es ist eine gute Sache mit den Orientierungsstudiengängen. Vielleicht können Sie die Fragen beantworten. Und dann habe ich noch ein paar Vorschläge gemacht, wie man ansonsten Studierenden das Leben erleichtern könnte. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Als Nächstes spricht Frau Abg. Wolff für die Fraktion der CDU. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es sind veränderte gesellschaftliche Bedingungen, die dazu geführt haben, dass wir diesen Modellversuch aufgesetzt haben. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit will ich sagen, es sind höhere Studierendenquoten, ganz zweifellos. Es ist eine andere Entscheidungsfreudigkeit heutiger Jugendlicher. Es ist eine Mischung von Studium und Job, die dafür sorgen, dass wir eine Situation haben, in der es angebracht ist, einen solchen Modellversuch aufzusetzen. Und um Missverständnisse zu vermeiden, es bleiben ja alle anderen Projekte, die die Hochschulen selbst haben, um den Übergang von der Schule zur Hochschule gelingen zu lassen, bestehen. Da hätte Kollege Grumbach recht. Nur dieses ist eine Aktion des Landes, ein Vertrag des Landes mit den Hochschulen, zunächst mit der Goethe-Universität und der Universität in Kassel, einen Orientierungsstudiengang einzuführen, zu erproben. Das ist etwas Neues. Und, meine Damen und Herren, ein Studium Generale ist nun wirklich etwas komplett anderes. Das sind drei völlig unterschiedliche Ebenen, und ich rate sehr dazu, ohne dass das in fünf Minuten hineinpasst, das einmal sorgfältig auseinanderzuhalten. Meine Damen und Herren, der derzeitige Befund, es gebe häufige Studienabbrüche, ist ja häufig ausgesprochen. Ich rege an, dass wir in Zukunft intensiver noch darüber reden, was das nun eigentlich ist. Jedes Kind, wenn es geboren wird, hat binnen 3-4 Tagen eine Steuer-ID. Aber es ist uns bis zum heutigen Tage nicht möglich gewesen, eine anonymisierte Form dessen hinzubekommen, dass jemand in seinem Bildungsgang verfolgt werden kann, in anonymisierter Weise, um mal wirklich der Frage auf den Grund zu gehen, welche Bildungsbiografien junge Menschen gehen, was wirklich ein Studienabbruch ist, was ein Studienwechsel ist, was ein legitimer Wechsel vom Studium in eine duale Ausbildung und damit eine abgeschlossene Ausbildung ist, die genauso viel wert ist. Ich finde, wir sollten diese Anstrengung durchaus mal angehen. Ich will aber auch einen anderen Punkt in diesem Zusammenhang ansprechen, der mir ausgesprochen wichtig ist. Nämlich, ich glaube auch, nicht nur, dass Jugendliche heute anders sind, sondern dass wir sie manchmal schlicht und einfach überfordern. Wenn Sie sich anschauen, dass zur Auswahl für Jugendliche stehen alleine im Bachelorstudiengang 8.000 unterschiedliche Studienfächer. Die Zeit hat für das Jahr 2016 von 18.000 insgesamt gesprochen, CAE 2017 von 19.000. Meine Damen und Herren, das ist eine Herausforderung. Es ist auch in sich fragwürdig. Und ich finde, es kann auch den zukünftigen, von heute aus zukünftigen Herausforderungen des Berufslebens nicht gerecht werden, dass wir Jugendliche zwingen, aus Bedingungen der Hochschulen, die zum Teil ganz andere sind, dass wir sie zwingen, eine Auswahl aus dieser Fülle heraus zu treffen.
Und es ist zum anderen auch meines Erachtens hochgradig falsch, ein Studium bereits so hoch differenziert zu beginnen. Denn es wird dem absolut nicht gerecht, was jungen Leuten später begegnet, wenn sie in ihre Berufe reingehen, wenn sie später sich weiterbilden, wenn sie zum Teil ihre Berufe wechseln. Meine Damen und Herren, es ist die grundfalsche Ansatzweise, dass wir heute in einer Zahl schon Studienrichtungen, Studienfächer haben, die am Anfang bereits hochdifferenziert sind. Im Gegenteil, wir brauchen eine breitere Basis, eine breitere Form der Orientierung, hinter denen das aufleuchtet, was man später damit machen kann, was man später in der Spezialisierung studieren kann. Das brauchen wir. Und deswegen glaube ich, dass das Orientierungsstudium, das wir jetzt im Modellversuch haben, durchaus eine Richtung zeigt, die viel breiter noch angelegt werden kann, nämlich darauf hin, dass wir Studienbereiche, Studienrichtungen, Fachgebiete zunächst einmal definieren, die junge Menschen studieren und sich darauf auf dieser Basis weiterentwickeln, spezialisieren und ihr Leben lang in der Lage sind, sich weiterzuentwickeln. Auf der Basis stabiler Fachkenntnisse sich dann auch später entscheiden zu können, weiterzulernen, sich jeweils verändern zu können und trotzdem in der Persönlichkeit stabil zu bleiben. Meine Damen und Herren, im Jahr 2007, ungefähr um die gleiche Jahreszeit, wir saßen damals drüben in Wiesbaden im Sitzungssaal des Rathauses, hat ein ehemaliger Oppositionskollege mir das Buch von Hab Kerkeling geschenkt, ich bin einmal weg. Ich habe ihm daraufhin gesagt, Hab Kerkeling hat nicht gesagt, dass er nicht wiederkommt. Und es ist nun das Jahr, glaube ich, 2018, nicht mehr 2007. Aber jetzt bin ich wirklich mal weg. Und deswegen darf ich, ohne das jetzt differenzieren zu können, allen herzlich danken, mit denen ich je zusammengearbeitet habe in der Verwaltung hier im Haus. Es war, wie der Kollege Merz gesagt hat, ein Vergnügen und eine Ehre. Und um zum Thema wieder zurückzukehren, ich gehe dann mal ins Orientierungsstudium. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin Wolff. Dem lang anhaltenden Beifall des Hauses habe ich nichts hinzuzufügen. Als nächste Rednerin hat das Wort Frau Kollegin Knell für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, jetzt hätte ich mich eben einfach schneller melden müssen. Es tut mir leid, sonst hätte ich Frau Wolff dann auch als Letzte gerne gehört. Ich kann mich auch noch gut an Zeiten erinnern, so wie Daniel May das eben gesagt hat, als junge Liberale und Schülersprecherin, wo man sich dann auch gegen die eine oder andere Sache verwehrt hat, auch das Rauchverbot an Schulen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir dagegen gekämpft haben, auch gegen Frau Hensler in den eigenen Reihen. Aber das habe ich im letzten Jahr nicht so in Erinnerung und wünsche Ihnen daher auch persönlich alles Gute für die Zukunft. Jetzt zum Thema Orientierungsstudiengänge. Die können ein Baustein sein, um die Zahl der Studienabbrecher zu senken. Daher stehen wir den Modellversuchen aufgeschlossen gegenüber. Vor diesem Hintergrund ist es auch erfreulich, dass es gelungen ist, die Orientierungsstudiengänge BAföG-relevant zu gestalten und eine Verbindung zum aufsetzenden Fachstudium auch zu gewährleisten.
Auch ist in den Fachbereichen die Anpassung bzw. die Entwicklung von den Studienordnungen gelungen, die dies realisieren müssen, wenngleich es zusätzlichen Verwaltungsaufwand bedeutet hat, der nicht unerheblich war und auch ist, und der Prozess noch nicht gänzlich abgeschlossen ist. Es wird sich auch noch zeigen, ob die voraussichtlichen Studierendenzahlen, z.B. 40 Studierende Natur- und Lebenswissenschaften und 90 Studierende für den Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften an der Goethe-Uni erreicht werden. Und vor allem wird sich auch in den kommenden Jahren erst und Semestern zeigen, inwieweit dieser Modellversuch trägt und ob er sich übertragen lässt. Und dafür bedarf es unserer Meinung nach einer fundierten Begleitung, die vielleicht auch einmal die Frage des Wechsels zwischen den Fächern und Fachbereichen in den Blick nimmt, sodass die BAföG-Berechtigung nicht erlischt, wenn der Interessent oder die Interessentin doch noch einmal das Fach wechseln sollte. Auch hier hatte ich darauf gesetzt, dass solche Fragen in der Rechtsverordnung geregelt werden, die nicht in Kraft getreten ist und die jetzt auch nicht mehr nötig ist, wie uns das HMWK auf Nachfrage mitgeteilt hat oder deren Auffassung es zumindest ist. Vor diesem Hintergrund wäre es für uns von großem Interesse gewesen, zu erfahren, welche Maßnahmen zur Ausgestaltung des Orientierungsstudiums, insbesondere zur Anerkennung vorheriger Leistungen und zum Erwerb des Bachelorabschlusses bei Aufnahme eines regulären Studiums nach Beendigung des Orientierungsstudiums diese enthält. Daher würden wir die Hochschulen gerne unterstützen, wenn weitere Orientierungsstudiengänge bei Erfolg implementiert werden können, und sehen auch Möglichkeiten in den Zielvereinbarungen oder dem Hochschulpakt, den es ja noch zu verhandeln gilt. Schaut man jedoch auf die Studien und Analysen, die sich mit dem Thema Studienabbruch beschäftigen, so fällt auf, dass die Schulen ja bei der Vorbereitung auf ein Hochschulstudium eine Schlüsselfunktion innehaben und dieser Verantwortung aber je nach Schulform nur in sehr unterschiedlichem Maß gerecht werden. Daher ist es richtig und wichtig, in die Studien- und Berufsorientierung zu investieren und diese auszubauen. Aber es besteht auch die Notwendigkeit, die Studienberatung weiterzuentwickeln und zu ergänzen, indem beispielsweise auch Informationen über berufliche Ausbildungen angeboten werden. Daher noch einmal der Rückschluss auf meinen ersten Punkt. Die Orientierungsstudiengänge können ein Baustein sein, die dazu beitragen können, die Abbrecherquoten zu senken. Das Allheilmittel können sie sicherlich nicht sein. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Knell. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Rhein. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Kollege Grumbach, bei aller Wertschätzung, und derer können Sie sich sicher sein, jedenfalls in meinem Fall, Ihnen gegenüber, habe ich so ein bisschen das Gefühl heute bekommen, dass Sie, ja, ich sage mal, auf eine gewisse Art und Weise gelangweilt sind, ob der Themen, die wir heute hier besprechen. Ich finde aber, wenn wir uns mal so den Strauß der Themen anschauen, den wir heute gerade im Wissenschaftsbereich ja auch nur streifen konnten, dass es dazu wirklich keinen Anlass gibt. Wir haben in den vergangenen 5 Jahren gerade im Bereich der Hochschulen, und zwar, und das ist die hohe Kunst immer gewesen, ohne sie durcheinander zu bringen, ohne dort Unruhe zu stiften, eine Vielzahl vieler neuer Themen implementiert. Denken Sie beispielsweise, wir haben heute schon darüber gesprochen, das Promotionsrecht für forschungsstarke Bereiche an den Fachhochschulen. Denken Sie auch an die Neujustierung von Parametern im Bereich des Hochschulpaktes. Denken Sie an den Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte. Und jetzt haben wir eine Neuerung hinzugefügt in den letzten Monaten. Und das ist eben das, worüber wir heute diskutieren. Das ist das Orientierungsstudium. Und wir wollen, und das ist der Zweck und der Sinn dieses Orientierungsstudiums, wir wollen, dass junge Menschen, wenn sie an die Hochschule gehen, dass sie Orientierung haben, und wir wollen ihnen diese Orientierung bieten. Aber wir wollen insbesondere eins herbeiführen. Wir wollen vermindern, dass, ich sage mal, von Anfang an Weichen gestellt werden in den Bereich des Studienabbruches. Und deswegen freut es mich, dass wir heute mit dem Antrag von CDU und von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN uns mit dem Thema befassen. Und es freut mich, auch sehr deutlich festzustellen, wie enorm intensiv sich die Hochschulen einsetzen, gerade in diesem Bereich, um den Einstieg in das Studium zu erleichtern. Und mit dem jetzt in Frankfurt und in Kassel, und ich füge hinzu, zunächst oder in Parenthese zunächst einzuführenden Orientierungsstudium, wird gerade für die mitunter als schwierig empfundene Eingangsphase
eine neue Einstiegsmöglichkeit eröffnet. Wir wollen, dass Studierende sich bei der für sie passenden Studienfachwahl sicher sind und dass wir ihnen helfen können und dass wir, ich sage mal, mögliche unrealistische Vorstellungen vom gewählten Studiengang, eben, dass diese möglichen unrealistischen Vorstellungen sich nicht negativ dann im Sinne einer falschen Wahl auswirken. Und ich glaube, auch das ist uns allen bewusst. Solche Unsicherheiten, solche Fehleinschätzungen, wenn ein junger Mensch ein Studium wählt, können am Ende immer dazu führen, Sie haben das vorhin hereingerufen, dass es einen Studienwechsel gibt. Das ist ja nicht das Problem. Ganz im Gegenteil, wenn jemand einen Studienwechsel im Rahmen seines Studiums macht, weil er begriffen hat, das ist nicht der falsche Studiengang, das ist der falsche Studiengang, dann ist das okay. Aber wenn er ihn abbricht, ist das eben etwas, was wir vermeiden wollen. Und damit sind wir beim Thema, das Frau Wissler angesprochen hat. Selbstverständlich machen die Hochschulen das nicht umsonst. In dem Bereich, das wissen der Kollege Schäfer und ich umso besser, in dem Bereich gibt es gar nichts umsonst, sondern Sie müssen es natürlich mit entsprechenden Mitteln unterfüttern, dass es Sinn macht. Wir haben in der Konzeptionsphase den Hochschulen 200.000 € dafür gegeben, und wir werden für die Pilotphase 1,7 Millionen € zur Verfügung stellen. Da muss niemand aus seiner Grundfinanzierung Geld in die Hand nehmen, um die Dinge, Herr Grumbach, die wir hier entschieden haben, politisch entschieden haben, umzusetzen. Allerdings, das ist schon richtig, wir gestalten Rahmenbedingungen, und ich glaube, das ist auch unsere Funktion. Die Studienfachauswahl, auch das ist heute schon angeklungen, Kollegin Wolff hat darauf hingewiesen, die ist umfangreich. Die Ausblicke auf mögliche Berufsfelder sind, ich will es mal vorsichtig formulieren, oftmals sind sie diffus, und die Unterschiede zwischen den fachlichen Schwerpunkten sind, wenn Sie mal nur die Studiengangsbezeichnungen sich vornehmen, kaum ohne Weiteres zu verstehen. Und deswegen setzen wir mit dem, was wir machen, glaube ich, am genau richtigen Punkt an. Mit dem neuen Orientierungsstudium können Studierende in Hessen nun ein bis zwei Semester ausprobieren, welcher Studienschwerpunkt am besten den eigenen Erwartungen und Wünschen entspricht. Unsicherheiten bei Studieninteressierten sowie bei Studienanfängern, ich glaube, auch das ist völlig klar, sind völlig normal. Jeder, der in einen solchen oder in einen solchen Weg gegangen ist, weiß, dass es Unsicherheiten gibt und weiß, dass er ab einem bestimmten Zeitpunkt sich fragt, ist das die richtige, ist das der richtige Weg, den ich gegangen bin. Und klar ist doch auch, dass sich viele Stärken und Interessen oftmals erst im Studienverlauf herauskristallisieren. Ich glaube, das ist auch okay. Und deswegen ist es richtig, dass wir gesagt haben, lass uns unser neues Orientierungsstudium genauer an diesem Punkt ansetzen, denn es versetzt die Studierenden in die Lage, die Auswahl ihres Studienfaches zu überprüfen und sich gegebenenfalls dann auch neu zu orientieren. Und ich glaube, auch das ist wichtig, verehrte Frau Wissler, weil das haben Sie angesprochen. Die erbrachten Leistungen werden im späteren Studium selbstverständlich angerechnet. Und auch das will ich erwähnen. Deswegen hat es auch so lange gedauert. Das hat nicht so lange, wir haben das im Koalitionsvertrag vereinbart vor 5 Jahren, und wir haben es erst vor, ich sage mal, wenigen Monaten umsetzen können. Das hat aber nichts damit zu tun gehabt, dass wir irgendwie nicht, sage mal, in die Pötte gekommen seien, sondern es hat etwas damit zu tun gehabt, weil wir gesagt haben, die Studierenden im Orientierungsstudium sollen echte, in Anführungsstrichen, echte Studierende sein. Das heißt, sie sind vollständig immatrikuliert mit allen Rechten, aber auch mit der dazugehörigen, wenn sie Rechte haben, mit der dazugehörigen finanziellen Unterstützung. Das heißt, dass sie nach dem BAföG, also nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, BAföG beantragen können. Und diese BAföG-Fähigkeit war uns sehr wichtig bei der Gestaltung des Studiums, weil wir natürlich gesagt haben, du kannst nur entsprechend ausreichend Studierwillige in einem solchen Studiengang dann gewinnen, wenn du sie entsprechend auch in die finanzielle Möglichkeit versetzt, einen solchen Weg zu gehen, und wenn du von Anfang an wirksam begegnest, dass es möglicherweise Startschwierigkeiten aufgrund von Finanzen geben kann. Das ist kein hessisches Problem. Nein, Sie haben ja gesehen, Herr May hat ja den Kopf geschüttelt, und ich kann nur zusätzlich den Kopf schütteln. Natürlich, Herr Minister, ich darf Sie an die vereinbarte Redezeit erinnern. Ich merke, dass der Präsident weist mich auf die ablaufende Redezeit hin.
Ich will vielleicht noch zwei Sätze sagen, zwei abschließende Sätze. Das ist ja kein hessisches Problem, das ist ein bundesweites Problem. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das. Aber es machen lediglich drei Hochschulen in anderen Ländern, die das anbieten. Insoweit ist das schon eine hessische Besonderheit, derer wir uns hier angenommen haben. Und es kommt noch eins hinzu, das ist mir sehr wichtig zu sagen. Wir machen das in den MINT-Fächern, darauf ist schon darauf hingewiesen worden, aber wir machen es eben auch, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, wir machen es im Bereich der Geistes- und der Sozialwissenschaften, und insoweit ist das ein bundesweites Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, das ist insgesamt eine wirklich gute Nachricht, und für diese Möglichkeit, wie gesagt, bin ich den beteiligten Hochschulen sehr dankbar. Und mir bleibt eigentlich nur Ihnen allen, den Mitstreitern im Bereich Wissenschaft und Kunst, am Abschluss einer solchen Legislaturperiode ein herzliches Dankeschön zu sagen. Die Gemeinsamkeiten sind größer, als sie manchmal so in der öffentlichen Auseinandersetzung dargestellt werden. Mein besonderer Dank gilt aber natürlich Karin Wolf. Karin Wolf war in dieser Zeit eine wirklich tolle Partnerin, manchmal mit Strenge, mit liebevoller Strenge, wenn ich das sagen darf, liebe Karin, aber vor allem immer mit großer Kompetenz und vor allem immer an der Sache orientiert. Es ist ja bekannt, dass ich auf gewisse Sachverhalte auch manchmal impulsiv reagiere. Karin Wolf ist dann diejenige, die es gewesen ist, mich auch wieder zu disziplinieren. Für die Wissenschaft und für die Kunst in unserem Bundesland bist du eine wirklich großartige und einflussreiche Partnerin gewesen. Ich glaube, dass du den Bereich wirklich enorm vorangebracht hast und viele Fußspuren hinterlässt, in die die Nächsten, die dir nachfolgen, erst einmal reinfinden müssen. Deswegen einen herzlichen Dank an dich, liebe Karin, aber an die ganzen Partner in diesem Bereich. Es war eine tolle Zeit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, wir sollten die Zeit auch nutzen, weiterhin zusammenzuarbeiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Als Nächstes hat sich gemeldet Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich will es überhaupt nicht in die Länge ziehen. Ich habe es nur. Ich habe da noch die ganze nächste Wahlperiode Zeit. Also, nein, es geht wirklich nur darum, Herr Minister, ich habe es einfach nicht verstanden. Weil eigentlich würde ich total gerne diesem Antrag zustimmen, weil ich die Orientierungsstudiengänge total sinnvoll finde, es total richtig finde und es gut finde, was die Hochschulen machen. Würde ich ja gerne. Aber ich habe es einfach logisch nicht verstanden. Wenn die Orientierungsstudiengänge, wenn man dafür auch BAföG bekommt, was ja total gut und sinnvoll ist, weil wenn jemand, der grundsätzlich BAföG-berechtigt ist, das für die Orientierungsstudiengänge nicht bekäme, dann hätte er ja einfach finanzielle Probleme, sie zu machen. Aber wenn, dann heißt das doch, dass entweder die Orientierungsstudiengänge auf die Regelstudienzeit angerechnet werden. Das heißt also, dass derjenige dann seine 8 Semester oder wie viel auch immer BAföG bekommt und die Orientierungsstudiengänge darauf angerechnet werden. Das ist die eine Möglichkeit. Dann wäre es doch gar keine Erleichterung. Dann wäre die Orientierungsstudium halt so etwas wie ein Grundstudium. Dann wäre das doch gar keine Erleichterung für die Leute. Oder aber, und das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wie Sie das regeln wollen, vor allem ohne Rechtsverordnung, wie wollen Sie das denn regeln, dass jemand die Orientierungsstudiengänge, dafür bekommt er BAföG, und dann bekommt er noch einmal sein volles Studium, eine volle Regelstudienzeit BAföG, weil damit würden Sie ja die BAföG-Dauer ausweiten. Und diesen Punkt, den verstehe ich logisch einfach nicht. Und den müsste man aber klären, weil wenn das BAföG, wenn die Orientierungsstudiengänge auf die Regelstudienzeit angerechnet werden, dann sehe ich nicht so richtig, was die Leute damit so wirklich gewinnen, außer das ist ja dann eigentlich nur eine andere Gestaltung des Grundstudiums, also das, was früher das Grundstudium war zumindest. Bei Bachelor und Master ist das ja eh anders. Und diesen Punkt, der ist mir nicht ganz klar. Und deshalb bin ich etwas unsicher, diesem Antrag zustimmen zu können, weil ich daran eher dann sogar also zumindest keine Verbesserung für die Studierenden sehen würde. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Jetzt meldet sich die Landesregierung. Herr Staatsminister Rhein, bitte sehr. Ich weiß, dass es sehr gefährlich ist, aber ich ziehe mir, verehrte Frau Wissler, jetzt sehe ich über die strengen Blicke des parlamentarischen Geschäftsführers der CDU-Fraktion am Ende der Legislatur doch noch zu. Ich will aber die Frage wenigstens beantworten. Also, wenn Sie beispielsweise die Uni Kassel nehmen, dann werden die erfolgreich in der sogenannten Studieneinstiegsphase erbrachten Studien
und Prüfungsleistungen werden im späteren sogenannten Schwerpunktstudium angerechnet. Was die Uni Frankfurt betrifft, ist es so, das ist noch ein bisschen komplizierter, aber es geht in die Richtung, wie Sie es definiert haben, sofern die Leistungen curricular einschlägig sind, werden Sie beim Übergang in die Studienrichtung dann in die ECTS-Leistungspunkte umgerechnet, und das heißt, sie werden angerechnet. Also, ich glaube, das beantwortet Ihre Frage, und ich glaube, das macht sehr deutlich, welche Mühe wir uns gemacht haben, genau all die Fragen, die Sie aufgeworfen haben, dann auch wirklich zu beantworten und umzusetzen im Sinne der Studierenden. Vielen Dank, Herr Minister Rhein. Jetzt liegen mir keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aussprache beendet. Und wenn der Dialog auch beendet wird, können wir hier fortfahren. Können wir fortfahren und stimmen auch über diesen Antrag ab. Zur Abstimmung steht der Antrag Drucksache 19/6757. Ich frage, wer dem Antrag zustimmt. Sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD und Frau Kollegin Öztürk. Wer stimmt dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Das sind die Fraktionen Freie Demokraten und DIE LINKE. Damit ist auch dieser Antrag beschlossen. Meine Damen und Herren, bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, erlauben Sie mir eine kurze Bemerkung. Heute ist ja der Tag der Abschiede. Das kommt jetzt auch auf mich langsam zu. Ich sitze jetzt wohl das letzte Mal kurz vor Abgabe der Sitzungsleitung an den Landtagspräsidenten hier auf diesem Stuhl. Ich will die Gelegenheit nutzen, einen Wunsch zu äußern, eine Bitte an Sie alle, aber vor allem auch diejenigen von Ihnen, die dem nächsten Hessischen Landtag, dem 20. Hessischen Landtag, angehören werden oder ja, angehören werden, muss man in der Tat sagen. Der nächste Landtag wird ein anderer sein. Es wird sich manches in diesem Hause verändern. Es wird nicht nur größer. Wir haben die Pläne ja schon gesehen, wie der Plenarsaal sich verändern wird, sondern ich nehme an, dass auch die Situation, die politische Situation in diesem Hause sich grundlegend verändern wird. Wir werden eine sehr viel größere Anzahl von Abgeordneten haben, die vieles von dem, was hier im Hause bislang Konsens war und ist, infrage stellen, die teilweise sicherlich auch heftig provozieren werden. Wir werden heute noch eine Modifikation der Geschäftsordnung beschließen, ohne Aussprache und sinnvollerweise erarbeitet als einvernehmlicher Antrag aller Fraktionen. Das sollte bei der Grundlage unserer Zusammenarbeit auch das richtige Signal sein. Diese Geschäftsordnung enthält jetzt viele technische Veränderungen, die sich einfach aus den Abläufen ergeben, aus den Erfahrungen. Sie schärft aber auch teilweise das Instrumentarium, um dafür zu sorgen, dass die demokratische Auseinandersetzung in diesem Hause in geordneten Bahnen verläuft und dass man auch dagegenhalten kann, wenn das im Einzelfall mal nicht funktioniert. Ich würde mir wünschen, dass diese Geschäftsordnung dann dazu beiträgt und dass Sie alle verinnerlichen, die Auseinandersetzung im Parlament so zu führen, dass sie sich nicht provozieren lassen, dass sie nicht Gleiches mit Gleichem zurückgeben, sondern dass sie die Chance nutzen, gerade diese Situation, die im nächsten Landtag zu erwarten ist, zu nutzen, um die Kraft der demokratischen Auseinandersetzung in der Sache zu stärken und sich nicht auf andere Wege schieben zu lassen. Das ist mir ein persönliches Anliegen, ein persönlicher Wunsch an Sie alle. Ansonsten will ich etwas abgewandelt mich an das anschließen, was der Kollege Merz vorhin gesagt hat. Es war mir nicht immer, aber meistens eine Freude, hier im Parlament zu sein. Es war mir auf jeden Fall insgesamt eine Ehre, und es war mir eine ganz besondere Ehre. Und dafür bedanke ich mich bei Ihnen allen, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, gemeinsam mit dem Landtagspräsidenten, den anderen Vizepräsidenten und den Mitgliedern des Präsidiums und der Verwaltung hier an der Leitung unseres Betriebes, unseres Sitzungsbetriebes mitzuwirken. Dafür vielen herzlichen Dank.